Prozess der Forschung kann man wunderschön in einem Forschungskreislauf darstellen. Man hat eine Idee in der Dusche und denkt sich, ach, das wollte ich schon immer mal wissen oder das könnte der Menschheit helfen. Man macht dann eine Recherche, schaut, was ist denn Stand der Dinge und klopft die Idee weiter ab. Wenn man meint, diese Idee ist vielleicht gar nicht schlecht und man möchte sie umsetzen, kommt es zur Planung. Das heißt, man überlegt sich, welche Experimente muss man machen, welche Daten muss ich akquirieren und wie kann ich denn daraus dann wirklich neue Erkenntnisse gewinnen. Meistens benötigt man dafür Daten und diese Daten müssen generiert werden. Das heißt, ein wichtiger Teil, und das kann je nach Feld unterschiedlich sein, muss man neue Daten erzeugen oder muss sie einsammeln. Hat man diese Daten, findet die Datenanalyse statt. Das heißt, ich analysiere die Daten, um eigentliche Schlüsse daraus ziehen zu können. Diese Ergebnisse, diese Erkenntnisse, unterziehe ich dann einer Qualitätskontrolle im normalen Kreislauf ist das dann zum Beispiel der Peer Review, wenn ich ein Manuskript submitte, also an ein Journal schicke und dann wird das Ganze nach einem gewissen Prozess entsprechend veröffentlicht und Leute können darauf zugreifen. Die lesen dann vielleicht dieses Paper, diese Publikation und haben wieder eine Idee, wie es weitergeht. Und damit wäre der Kreis geschlossen. Dieser Kreis sollte idealerweise offen sein. Das heißt, offene Wissenschaft sollte überall hier als Leitstern genutzt werden. Wie macht man Sachen also open? Wie kann man die Teile dieses Forschungsprozesses öffnen? Historisch gesehen fängt man eigentlich bei dem Open Access an. Das heißt also, die Publikation am Ende soll für alle Leute lesbar sein, ohne Bezahlschranken oder ähnliche Dinge. Danach hat man sich überlegt, wie kann man denn auch den Rest dieses Forschungskreislaufes öffnen? Unter anderem durch Bereitstellung der Daten, Open Data als Stichwort. Wenn man sich allerdings überlegt, dass die Daten in Ergebnisse übersetzt werden oder Erkenntnisse übersetzt werden, so vergisst man hier häufig, dass dort eine Analyse stattfindet und diese Analyse häufig Software benötigt. Und auch diese Software sollte im Idealzustand Open Source sein, also offen sein. Und all die Punkte davor, alles sollte in einer gewissen Art und Weise offen, transparent und zugänglich sein. ZDMed hat viele Möglichkeiten, hier zu unterstützen, unter anderem durch die Suchmaschine Livivo, mit der eine Recherche stattfinden kann. Mit dem Forschungsrepositorium Lebenswissenschaften haben wir eine Lösung bereitgestellt, mit der Forschungsdaten veröffentlicht werden können. Mit der Publikationsplattform Publisso ermöglichen wir es, Open Access zu publizieren. Und an allen Ecken und Enden bieten wir Training an für diese speziellen Themen in Bezug auf Data Literacy, Forschungsdatenmanagement und allen drumherum. Das heißt, bei ZBMed sind wir ganz auf dem Kurs, Open Science zu unterstützen und Forschung besser zu machen.